Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCad 6. So, hier noch ein kurzer Nachtrag zum Verlegen von differenziellen Leitungen, was ich am Teil 19 angesprochen hatte. Das ging hier mit FSK nicht. Das hat daran gelegen, da hat mich ein Nutzer darauf hingewiesen. Ich hatte hier versehentlich FSK mit einem kleinen K geschrieben und damit sind das natürlich die Netznamen nicht gleich. Und deshalb habe ich auch, egal ob ich dann hier dahinter Plus oder Minus schreibe, das Problem, dass differenzielle Leitungen dadurch nicht erkannt werden. Also der Name muss natürlich gleich sein und KiCad ist natürlich auch case sensitive, das heißt Groß- und Kleinschreibung werden unterschrieben. Ich habe das jetzt hier geändert. Ich zeige euch das auch kurz. Ich werde hier mal diese Leiterbahnen entfernen. Ich gehe hier auf die Zeichnung für differenzielle Paare. Nachdem ich das jetzt hier in groß geändert habe, klicke ich hier rein und wir sehen, es wird auch sofort sauber eine differenzielles Leiterpaar gezogen. Und sobald ich das jetzt hier anschließe und abklicke, habe ich ich beende das Werkzeug, hier meinen differenzielles Leitungspaar gezogen. Ich habe das hier schon geändert, könntet ihr auch noch machen, wer es noch nicht gemacht hat, hier aus dem kleinen K ein großes K machen, einfach dazu in den Schaltplan-Editor gehen. Da haben wir hier den Schaltplan-Editor und wir ändern dann hier einfach in unserem Bus-System den FSK kleingeschrieben in FSK großgeschrieben. Sollte man natürlich dann auch hier am Connector noch ändern, an der Ausleitung, dass das auch alles passt und dann funktioniert das. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.